Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Spirit of the North. Folge 9 tatsächlich. Wir befinden uns in Kapitel 8 und ich möchte jetzt unbedingt gucken, was hinter dieser nächsten Biegung ist. Oh, ganz viele Säulen, die leuchten aber auch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas aktivieren können oder ob jetzt was passiert, etwas Besonderes. Könnte da oben noch was sein? Das sieht nämlich so aus. Oh, neue Fähigkeit! Ja, her damit! Oh. Ich krieg's nicht einfach so. Das ist aus. Das ist auch aus. Dann machen wir das doch mal an, dann kriegen wir eine neue Fähigkeit. Es geht aber schnell in diesem Spiel, was Neues zu bekommen. Genau, sie sagt mir auch, dass ich das aktivieren soll. Ich würde es gerne machen, aber ich brauche eine Blume dafür. Das reicht noch nicht, ne? Nee. Vielleicht ist da oben ein Blümchen, das mir ein bisschen Energie gibt. Das hatte ich nämlich ganz gerne. Oder auch nicht. Ich sehe nichts Blaues. Das ist irgendein kaputtes Haus. Oh, okay. Das ist riesig hier. Oh, bestimmt hätte ich mich eben auch nochmal umsehen müssen. Bestimmt hätte ich mich in der Folge davor auch nochmal umsehen müssen. Klar, da kann ich nicht durch. Da war aber ein Riesenspalt. Ah. Und was ist das? Oh, Geisterportal. Keine Energie. Da ist eine Blume, ich habe sie gesehen. Die versteckt sich da ganz hinten. Und das heißt, ich soll mich hier die ganze Zeit jetzt hin und her bewegen, oder was? Okay. Nee, das ist keine... Hä, wo habe ich sie denn gerade gesehen? Da, doch, versteckt. Okay, sehr gut. Ja, give it to me. Give it to me. Was haben wir hier? Dann machen wir es einfach mal an, bis es was bringt. Ich glaube nicht, dass sie sich gefreut haben, als es ausgebrochen ist. Hä? Das Liegende war doch schon richtig hier. Ja, das ist richtig. Aber es leuchtet nicht. Okay. Macht nichts. Vielleicht ist irgendwo noch eine andere. Jetzt leuchte ich wenigstens. Oh, da ist die andere. Hier. Was haben wir hier? Auch ausgebrochen. Eieiei. Beide muss ich jetzt so machen? Nee, es bringt nichts. Ich glaube nicht, dass sie sich gefreut haben, als die Lava ausgebrochen ist. Oder? Nee, oder? Weil normalerweise fängt es an zu leuchten, wenn es stimmt. Na gut, vielleicht gibt es noch eine, die ich noch nicht sehe. Ja, da. Was ist da? Auch. Irgendwie ist das dramatisch, wenn man das dreimal machen muss. Ja, okay, jetzt leuchtet es. Jetzt geht die Tür da auf. Die geht doch wieder zu, wenn ich da durchlaufe. Ich traue dem Ganzen nicht. Da liegt einer. Okay, der braucht ja aber einen Stab. Oh ja, ich weiß. Das tut mir leid, ich habe gerade noch keinen. Aber wir werden schon noch einen finden. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo der liegt. Dann können wir hier zurück. Dann können wir hierher zurückkehren. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und die Türen sind, glaube ich, nicht relevant. Gut, ich leuchte jetzt. Jetzt muss ich einmal kurz zurück. Und dann aktiviere ich jetzt alle und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der letzte. Da bin ich mal gespannt auf die neue Fähigkeit. So, geschafft. Oh, hör springen oder wie? Das ist die letzte. Die letzte Fähigkeit. Oh, ich bin gespannt, was die kann. R2. Wow! Ich kann dashen! Woo! Ich bin jetzt ein bisschen schneller, aber ich... Aha. Brauche ich dabei keine Energie, ja? Aha. Brauche ich dafür dann nicht mehr diese Kreise zum Rumspringen, sondern kann einfach so dann springen? Okay, spannend. Eine neue Fähigkeit. Gut, dann suchen wir jetzt den Stab. Ich hoffe, der ist nicht einfach offensichtlich hier irgendwo.
Ich kann da oben nicht hingucken. Wäre schön, wenn sie mir sagen würde, wo der wäre. Hier sind auch Blumen, die habe ich nicht gesehen. Ich bin total weit immer gelaufen, um diese Blumen da zu holen. Wo wäre ich, wenn ich ein Stab wäre? Wo würde ich ihn hingelegt haben? Vielleicht kann ich durch die Türen dashen oder so. Lass mal gucken. Hier. Yeah! Scheiße, ich hab... Ja, ja, da ist er. So. Ich dachte gerade, er hat mich selber eine Falle gebaut, aber ich kann dann einfach hier durchdashen. Dafür sind die Sachen gut. Hui! ja, so läuft es. Wo war der nochmal? Ich habe vergessen, wo der war. Ah ja, hier. Genau. Hui! Praktische Fähigkeit. Jetzt muss ich nicht mehr als Geister durch. Ja, alles klar. Bis dann. So, auf zu diesem Wirbel. Schade, dass ich das nicht in der Luft machen kann. Hui! Beim Springen so. Was geht? Ich kann beim Springen dashen, das ist cool. Hui! Warte, wie geht das hier nochmal? Ach ja, genau. So. Activation! Und dashen! Hui! Okay, ich muss dashen. Ich muss dashen, wenn ich da schon durch bin. Nicht sofort. Oder? Nee, warte, wie geht es? Ich kann nicht zweimal dashen hintereinander. Vielleicht ja doch. Ich probiere es aus. Dash, dash, dash! Okay! Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so leicht, weil wenn ich da runtertrete, ist es gleich wieder weg. Hier, guck. Weg ist es. Ich will nicht als Geist dahin dashen. Dann bleibt mein Körper doch hier. Hey, es geht nicht mehr an. Kannst ja mal ausprobieren. Nee, das geht nicht. Ich denke nicht, dass der hier liegen bleiben soll. Ja. Okay. Dumm jetzt oder was? Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich habe da vorne gespeichert. Wenn ich also jetzt aus dem Spiel rausgehe, dann tauche ich da hinten auf. Böse, böse, böse. Das wollte das Spiel wahrscheinlich nicht, dass das so klappt. Aber ich habe nicht kapiert, wie ich da durchkomme. Weil ich blöd bin und weil das in Zukunft wahrscheinlich genauso nochmal so funktioniert, dass ich nicht weiß, wie das geht. Dass ich deswegen irgendwo hängen bleibe. Sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall. I'm sorry, dass ich jetzt gescheatet habe. Hier ist irgendwas. Was ist das? Bauen? Das sieht ganz gut aus. Das sind so diese... Wie nennt man diese Dinge? Das ist so Ehrenerbietung oder sowas. Was ist denn das? Diese Steine... Ah ja, so ist richtig. Diese Steine aufeinander zu legen. Ah ja, okay. Ich kann nicht zweimal dashen, deswegen bin ich mir so unsicher gerade. Das geht. Okay, was ist denn hier unten? Blümchen, du kommst da oben wieder hin. Sonst sehe ich hier nichts. Auch kein Stab oder irgendein Körper. Okay, was für eine Strecke. Da komme ich nicht... Ah, oh, da ist ein Stab. Oh nee, da komme ich auch nicht rauf. Lass mal gucken. Hätte ich da raufkommen können?
wenn ich richtig gezielt hätte. Wenn ich da reingehe, dann geht's weiter. Oh, da ist wieder eine rote Fläche da hinten. Das sieht auch wieder sehr, sehr, sehr cool aus. Ich frag mich, ob der Fuchs unter den Menschen gelebt hat. Ah! Ups! Das ist so cool. Ja! Geschafft! Nimm mir den mit. Geht's bestimmt nach oben hier. Ja! Tschüss! Oh, shoot! So, weiter geht's. Zack! Rutschparty! Die stehen alle wieder. Das sieht so cool aus. Oh, das ist die Mission, ne? Was ist denn das für eine riesige Kugel? Cool. Und was ist das? Das leuchtet rot. Als wenn da Lava drinne wäre. Sie sagt, ich soll. Okay, ich folge ihr. Was möchte sie denn? Da ist ein Häuschen. Da gucken wir mal kurz rein. Oh, das sieht so cool aus. Das sind aber kleine Menschen gewesen, wenn sie da drinnen gelebt haben. Oder vielleicht war es nur ein Backofen. Ich meine, die Tür ist richtig klein. Kleine Häuschen haben sie gebaut. Hm? Wo ist sie? Bis da hinten soll ich laufen? Okay. Das ist irgendwie so eine riesige Kugel. Oh. Also die Stadt muss wirklich sehr groß gewesen sein von denen. Hier sieht man noch einen Rand von einem Haus. Wie es meistens ist so bei archäologischen Funden. Da sind die Häuser ja... Also die Grundmauern, die sieht man ja meistens sogar noch. Also nicht bei allen, ne? So Sachen, die so über tausende von Jahren alt sind, ja natürlich nicht. Oh, hi. Was bringt es eigentlich, das zu aktivieren? Ist das so eine Art Auferfolg? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es in der letzten, ich glaube in der vorletzten Folge habe ich das total verplant, dass ich das da irgendwie aktivieren könnte. Hier könnten so ein paar ländliche Leute gelebt haben. Das sieht ein bisschen so aus, als wenn hier so kleine Häuser gewesen sind. Und in dem anderen Abschnitt, das waren dann ein bisschen so die reicheren. Da sind Blumen, da kann ich welche kriegen. Okay. Oh, das sieht schön aus. Wie das hier drüber die Steine wächst. Ich wünsche, das gäbe es wirklich. So eine Pflanzen, die sich so Blüten vor allem, die sich wie Efeu über... Also nur Blüten, keine Blätter, die sich so über Gesteins und so... Hä? Über Gestein wachsen. So richtig drüber wachsen. Wie bei Efeu. Efeu sieht auch hübsch aus, wenn die Blüten haben, aber ich finde es nicht dasselbe. Aha. Nummer 1. Ich habe auch keine Energie zum Dashen, merke ich gerade. Ich kann gar nicht dashen, wenn ich nicht leuchte. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, wieso... Wie wäre ich darüber gekommen? Über diesen einen Sprung. Ich bin total blöd. Vielleicht wäre das von alleine gegangen, wenn ich in der Luft gedasht wäre, im richtigen Moment. Ich glaube, das ist es gewesen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, als ich das ausprobiert habe. Falls jemand das selber schon gespielt hat, dann könnt ihr es mir ja verraten. Ah, da geht die Kugel auf. Nur bleibt sie da stecken? Oh. Wasser geht hoch. Habe ich jetzt das Wasser verstopft? Cool. Und hier? Kann ich da rein und gucken? Oder ist da gar nichts? Nee, da ist nichts. Interessant. Gut. Moment, ich gucke hier noch. Oh,
da kann ich durch. Ja, ich mach das gleich. Ich wollte noch mal gucken. Da hinten links. Mhm, gut, dann gucken wir erstmal da, wo sie hin will. Ein riesiges Loch. Ist auch noch ein Haus. Ich will gucken, ob hier einer ist. Nein, okay. Was ist hier? Ganz viele Blumen. Okay. Ja, okay, dann kriege ich hier also Blumen. Da sehe ich auch... Wow, das ist irgendwie rutschig. Da unten sehe ich auch diese Tore. Hier. Da, ach so, das sind keine Tore. Das sind einfach nur solche Symbole. Okay. Spannend. Die haben so richtig den Fuchs verehrt. Vielleicht auch die Lava. Den Lava-Fuchs. Vielleicht gibt's ja einen. Und der schläft jetzt. So, gucken wir mal, was da ist. Stimmt, hier wäre ich nicht reingekommen. Das war zu tief, das Wasser. Zu niedrig, das Wasser. Ah, jetzt sind wir im neuen Abschnitt. Okay. Hier ist alles nass. So. Das ist der neue Abschnitt. Von der anderen Seite jetzt betrachtet. Das sind sogar noch die ganz alten Straßen. Das finde ich total cool, dass man das noch sieht. Ein Schab! Mitnehmen und gucken, wo der sein könnte. Dass die Stäbe so überlebt haben bei dem Lava, finde ich cool. Nimm das! Fuchs! Bringt das was? Ich weiß einfach nicht, ob das was bringt. Oh, es fängt an zu leuchten. Hier bestimmt. Ja, da ist einer. Boah, der ist so überrascht. Der liegt auf dem Bauch. Und sein Mund sieht aus, als ob er geschrien hätte. Bitteschön. Ah, es ist so schön, ihnen zu helfen. Da unten ist was. Komme ich dann hier wieder rauf? Ja, da komme ich wieder rauf. Okay, Moment. Nein! Nein! Ich wollte die Blumen. Ah, das ist aber nicht nett. Ich wollte hier nicht weiter. Ich wollte das da erkunden. Shit. Das ist doch kacke. Dass man so eingeschränkt ist in den Abschnitten. Das finde ich richtig blöd. Oder komme ich hier jetzt wieder zurück? Das ist so eine Art Rückweg. Nee, jetzt geht es um Wasser. Wow, okay. Ach Mist. Ich hab doch da noch nicht richtig geguckt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Hier muss ich kleine Kugeln reinpacken. Es ist also ein Wasserrätsel jetzt. Es kommt auf uns ein Wasserrätsel zu. Das ist cool. Ah ja, okay. Kann ich mit? Nicht? Ja, toll. Komm mal runter da. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, das Wasserrätsel lösen wir in der nächsten Folge. Ich bin ein bisschen frustriert in dieser Folge, aber was soll's. Schauen wir mal, wo uns das führt. Ich habe leider den Rest des Abschnitts leider nicht jetzt vervollständigen können, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Aber macht nichts. Vielleicht gibt uns das Spiel noch die Chance, da einmal hin zurückzukommen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst unserem Fuchs und mir doch etwas Liebe in Form eines Likes da. Und falls es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal. Falls ihr das natürlich noch nicht getan haben solltet, darüber freue ich mich sehr. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und genau, wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Abenteuer von Fuchsi. Und bis dahin sage ich Tschüssi.